von dir, Junge. Hör auf, sie anzurufen und hör auf, ihr Snap zu schicken, Dicker. Aber auf jeden Fall, lass es mal wieder machen. Du weißt, ich liebe das Gefühl von... Leute, wir müssen gerade ganz leise sein, weil wir sind in der Bücherei. Und jetzt wird es hier richtig abgehen. Falls ihr euch fragt, wieso wir in einer Bücherei die peinlichsten Sprachnachrichten abspielen, die es gibt, und uns auf übelste blamieren, gibt es dafür eine ganz einfache Antwort. Aufrufe. Ja, Aufrufe auch, aber es geht auch vor allem darum, dass wir den King of Cringe in Deutschland bestimmen wollen. Preros, willkommen zur King of Cringe Olympiade. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder von uns hat zwei peinliche Sprachnachrichten vorbereitet, die nachher laut in der Bibliothek abgespielt werden. Das Ding in der Sache ist aber, die Sprachnachrichten werden nachher zufällig abgespielt. Und das macht das Ganze richtig spannend, denn keiner weiß, welche Sprachnachricht er bekommen wird. Ziel ist es, sich nichts anmerken zu lassen, weil man so tut, als ob man Kopfhörer auf hat und denkt, dass die anderen gar nichts mitbekommen. Es gibt Bonuspunkte, wenn man verprügelt wird. Stellen wir nun die Teilnehmer vor. Dev hat sich in letzter Zeit einen cringehaften Ruf aufgebaut und Alhamdulillah seine Fingernägel sind nicht mehr lackiert. Ibo träumt schon seit seiner Kindheit von einem King of Cringe Titel. Abi, Titelverteidiger und seit 37 Jahren ungeschlagen. Das Spiel kann losgehen. Echt. 18.04.2023, 14 Uhr und 28 Minuten. Hey Bro, was geht ab? Ich wollte dir nochmal sagen, danke für gestern Abend, Bruder. Du hast mir echt den Tag gerettet, Alter. Wer hätte das gedacht, dass es so spaßig sein kann, kleine Kinder auf dem Spielplatz abzuziehen? Bro, du bist der Beste, Bro. Du bist der Chef, Alter. Aber Bruder, wieso haben die Pisser immer so wenig Geld, Bruder? Ich hab gezählt, das waren nur 4 Euro und ein paar Bomben. Aber auf jeden Fall, lass es mal wieder machen. Du weißt, ich liebe das Gefühl von Macht genauso wie du. Ach du Scheiße, jetzt haben wir gar nicht gehört. Oh mein Gott, warum sagt mir denn keiner was? Dass Dev kleine Kinder auf Spielplätzen abzieht, ist nichts Neues. Immerhin ist das seine Haupteinnahmequelle. Jetzt ist es Zeit für Ibo. Sie haben eine neue Nachricht. 18.04.2023, 14 Uhr und 28 Minuten. Ey Bro, ist das dein Ernst, Alter? Mama fragt, wieso du wieder ins Bett geschissen hast, Alter. Junge, du bist ein erwachsener Mann, Alter. Du gehst studieren, Bruder. Und du scheißt ins Bett. Und Bruder, das Schlimmste ist, du machst nicht mal Bett nachher. Du Ekelpaket, Alter. Schäm dich, Bruder. War das laut? Mama sagt, du kannst heute Abend woanders essen gehen, Alter, Junge. Sie haben eine neue Nachricht. Ey, tut mir leid. Tut mir echt leid. Kurzer Disclaimer, die Sprachnachricht wurde nicht extra fürs Video gemacht. Das ist eine echte Sprachnachricht, die auf wahren Begebenheiten beruht. Freunde, bevor das Video weitergeht, bitte liked immer das Video. Nehmt euch bitte die 2 Sekunden Zeit, das würde uns so viel ausmachen. Und vergesst nicht zu abonnieren, ich küsse eure Herzen, weiter geht's. Folgende Memo, die jetzt kommt, die war eigentlich für Dev gedacht und nicht für mich. Und weil ich diese Memo nicht verschwenden wollte, hab die einfach ich gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Yalla, weiter geht's. Sie haben eine neue Nachricht. 11.07.2023, 13 Uhr und 30 Minuten. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab sie umgebracht, alle. Ich hab sie umgebracht, Mann. Ich hab sie umgebracht. Ich wusste nicht, was sie macht. Bitte komm her, Mann. Bitte komm. Ja, sie war laut. Ich hab ein Messer genommen. Ich hab ein Messer genommen. Der Mann in den Bauch gestochen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Bitte komm, Dan. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat man das gehört? Ja, ganz laut. Mach dir das bitte auch. Hat man das gehört? Oh, ich hatte meine Kopf. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, oh mein Gott. Oh mein Gott, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte, ja, alles gut. Oh mein Gott. Party machen. Oh mein Gott, nein, Entschuldigung. Keine Party. Sie haben eine neue Nachricht. 11.07.2023, 13 Uhr und 30 Minuten. Guten Tag, hier ist die Personalverwaltung von der Karl Fischer GmbH. Herr Dehlen, ich rufe Sie jetzt seit Tagen an, aber Sie reagieren weder auf die Anrufe noch auf die E-Mails. Es hat sich herausgestellt, dass mehrere Mitarbeiter Sie dabei gesehen haben, wie Sie auf unseren Toiletten auf den Boden fäkalisiert haben. Sie haben immer eine Notiz da gelassen, auf welcher Stand der braune Bomber war hier. Weil der Tatverdacht nun bei Ihnen liegt, würden wir gerne... Bruh.
Sie haben eine neue Nachricht. 18.04.2023, 14:28. Ey, du kleiner Hund, hör mir mal zu. Ich stehe jetzt gerade hier vor der Bücherei. Wenn du ein Mann bist, du kommst jetzt raus. Wir machen das direkt hier. Du Peach. Ich bin jetzt hier in der Bücherei. Wenn du ein Mann bist, kommst du jetzt. Stadtbücherei Münster. Ich sitze hier gerade am Tisch. Ich habe einen Laptop von Mac. Ich habe schwarze Kopfhörer von Sennheiser, schwarzes T-Shirt, bisschen lockige Haare und ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Und dann wirst du sehen, was ich mit dir mache. Warte ab. Sie haben eine neue Nachricht. 18.04.2023, 14:28. Junge, wie oft soll ich dir das noch sagen? Meine Oma will nichts von dir, Junge. Hör auf, sie anzurufen und hör auf, ihr Snap zu schicken, Dicker. Sie ist im Rollstuhl, Junge. Was willst du eigentlich? Warte ab, wenn ich dich sehe, Mann. Großer Tipp. Sie haben eine neue Nachricht. 11.07.2023, 13:30. Bro, du und ich, wir sind die Besten, Mann. Wir haben schon 3 Stück im Keller. Lass uns heute Abend in den Park gehen und dort finden wir Safe Nummer 4, wenn du weißt, was ich meine. Und du weißt genau, was das für unser Ritual heißt, Bruder. Es kann endlich losgehen. Junge, wie lange haben wir darauf gewartet, Bruder? Wie lange haben wir darauf gewartet? Jetzt ist es endlich soweit, Bruder. Ich freue mich, das wird so gut, Bruder. Das wird so gut, Bruder. Da sind wir endlich rein, Bruder. Wir opfern sie. Wie bitte? Wir hören alles mit. Haben Sie das gerade gehört? Mhm. Haben Sie alles gehört? Mhm. Ja. Das war natürlich nur Spaß. Das ist natürlich. Ich habe damit nichts zu tun. Mir ist das ganz egal. Der Kopfhörer funktioniert auf jeden Fall nicht. Falls Sie irgendwas in den Nachrichten sehen, ich habe damit nichts zu tun, wirklich, ehrlich. Wir kennen uns nicht. Hell no, man. What the fuck, man? Eigentlich kann ich das nicht so gut, aber ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Danke. Danke an euch, das Frio-Kartell, das ist, was es heute ist, Leute. Wir haben Frio-Kartell vor einem Jahr angefangen. Abi, Def und ich kamen wir auf die Idee, halt einen Kanal zu öffnen. Und wir sitzen jetzt bei auf 21.000 Abonnenten. Leute, wir sind echt dankbar, dass ihr dabei seid bei dem, was wir vorhaben. Das ist noch lange auf jeden Fall nicht das Ende. Es wird noch eine richtige Ära, wisst ihr. Das wird auf jeden Fall noch richtig schön in die Länge gezogen. Und ich habe gemerkt, dass wir halt noch nie irgendwie Danke gesagt haben in irgendeinem Aspekt oder so Sinne. Darum habe ich das jetzt gemacht. Abi, tu das ins Video. Hey.